Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Ich befinde mich heute auf dem Weg zum Brunnsee im Mariazellerland in der Steiermark. Aber auf dem Weg dorthin habe ich jetzt ein herrliches Bergmassiv gefunden mit herrlichen gelben Blumen vor mir. Und bevor ich jetzt weiterfahre, werde ich jetzt einige Fotos machen. Und welche Motive ich hier in diesem Video sonst noch finde, das sehen wir uns in Kürze an. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß! So, jetzt bin ich hier im Mariazellerland beim Brunnsee angekommen. Irgendwo da hinten muss er liegen. Hier seht ihr ein herrliches Ambiente. Und welche Motive ich hier finde, das sehen wir uns jetzt an. Jetzt habe ich hier mein erstes Motiv gefunden. Hier seht ihr diesen See. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwelche weiße Ablagerungen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber egal, ich werde hier dieses Schilf hier im Vordergrund halten und dann auf den See hinaus fotografieren und den Berg im Hintergrund. Ich habe einen Verlaufsfilter oben, um den Himmel etwas dramatischer zu gestalten. Die Blende werde ich schließen auf ca. 11 und jetzt werde ich den Shot machen. Ja, oft macht es wirklich Sinn, mit dem Handy einmal den Bildausschnitt zu wählen und dann mit der Kamera selber ranzugehen und ungefähr dann die gleiche Perspektive einzufangen. Mit dem Handy ist man beweglicher, das Stativ ist dem behäbig und da braucht man etwas länger. Aber wenn man mit dem Telefon einen einigermaßen guten Bildausschnitt gefunden hat, dann kann man hier die Brennweite auch bei der Kamera am Objektiv einstellen und dann den Shot machen und das werde ich jetzt tun. Es ist immer wieder gut, auch die Perspektive zu ändern. Jetzt habe ich das Stativ wieder etwas tief gestellt mit diesem Leo-Foto und hier kann ich dann den Vordergrund mehr herausarbeiten. Der ist dann dominanter im Bild und dann im Endeffekt hier in die Weite fotografieren. Die Wolken gefallen mir sehr gut. Einen Verlaufsfilter habe ich wieder aufgespannt und jetzt werden wir den Shot machen. Die Blende werde ich wieder auf 11 bis 13 stellen und dann schauen wir, ob es geht. Was auch immer wichtig ist, ist, dass man im Endeffekt die Wasserwaage verwendet. Und go! Shot ist im Kasten. Also ich gebe es zu, ich bin ein Filter-Junkie, vor allem der Polfilter hat es mir angetan. Für mich ist ein Polfilter ein Wunderding. Ich kann Reflexe aus dem Wasser zaubern, ich kann dieses Laub und diese Gräser sättigen und ich kann im Endeffekt auch mit einem Polfilter die Kontraste erhöhen. Hier habe ich jetzt wieder eine Aufnahme gefunden, das ist ein sehr schönes Panorama. Hinten der Berg, vorne kleine Bäume und das Wasser ist hier mit Gräsern bewachsen, schilfartig und hier werde ich jetzt eine Aufnahme machen. Überall ist Blütenstaub, die Kamera ist voll, alles ist voll, also Achtung beim Objektivtausch. Und hier werde ich jetzt eine Aufnahme machen, die Blende werde ich wieder schließen.
Blende 14. Was man aufpassen muss, ist aber, dass man mit dem Bol-Filter, wenn man den Himmel noch blauer gestaltet, dass er nicht zu intensiv wird. Das wirkt dann auch nicht allzu schön. Aber wie gesagt, es liegt immer im Auge des Betrachters, ob ein Foto gefällt oder nicht. Hat es mehr oder weniger Farben, also alles Geschmackssache. Und jetzt, yo! Ja, die Gegend ist einfach fantastisch hier, das muss man sagen. Es ist auch ein Naturschutzgebiet und es gibt natürlich auch viele Touristen, aber das Gebiet ist so riesig, dass nicht allzu viele Leute unterwegs sind, bis auf den einen Spot vorne. Da hat nämlich auch ein anderer Fotograf Personenfotografie betrieben im Wasser und darum war natürlich eine Riesenmenge an Leuten dort. Ich werde vielleicht, wenn ich zurück bin auf meiner Tour, am Ende dort nochmal hinschauen. Und jetzt werde ich hier weitergehen, um noch zu einigen Motiven zu kommen. Ja, sieht das nicht mega geil aus? Jetzt werde ich hier ein paar Fotos machen. Es gibt natürlich eine gewisse Challenge, da das Licht unterschiedlich ist, Licht und Schatten, aber wir werden das Beste daraus machen. Naja, ich war übermotiviert. So wirklich schön ist es nicht. Auf dem ersten Blick sieht das hier wirklich toll aus, mit super Vordergrund, aber im Endeffekt ist es zu unaufgeräumt. Das heißt, es gibt zu viel hier an Vordergrund. Es gibt Baumstumpfe, verdorrte, es gibt Äste, es gibt Laub, es gibt Gräser, es gibt Steine. Also nicht ideal, aber ich werde das Beste draus machen und hier einige Shots machen. Natürlich werde ich auch dann hinuntergehen. So, da werde ich jetzt hinuntergehen. Jetzt ist etwas schattiger, die Sonne ist etwas weg. Ich hoffe, das bleibt so und ein paar Aufnahmen machen. Ja, ich werde jetzt hier hinuntergehen. Da ist ziemlich steil. Ich hoffe, der Ton funktioniert weiterhin. Da unten sieht es schon etwas besser aus. Und jetzt werde ich hier mein Stativ im Wasser aufstellen. Hier ist eine kleine Insel. Das sieht einmal toll aus. Ja, nicht schlecht. Ich werde hier querformatig und hochformatig fotografieren und den Bol-Filter auch einsetzen, damit ich die Reflexionen aus dem Wasser bekomme. So, jetzt bin ich hier zurückgekommen an diese Stelle, wo ich war. Und hier werde ich jetzt diese Shots machen. Es ist noch immer die Sonne da, aber jetzt wird es funktionieren.
Ich habe das Stativ jetzt ganz tief gestellt, um eine tolle Perspektive zu haben. Und hier, wie herrlich hier das Wasser fließt. Das ist im Endeffekt wie flüssiges Gold. Und jetzt werden wir die Aufnahme machen. Blende 13, 5 Sekunden, etwas unterbelichtet. Mit dem Polfilter habe ich die Reflexionen aus dem Wasser genommen und go. Ja, ich habe das Stativ wieder ganz hinuntergestellt und ich möchte jetzt, wenn ihr das seht, hier das Wasser möglichst rechts hinaus auch einfangen. Das heißt nicht nur in die Mitte, sondern diesen Lauf, dass das Wasser sehr dominant im Vordergrund ist. Deswegen auch die tiefe Lage und trotzdem aber möglichst viel einfangen, aber das Wasser dominant. Jetzt werde ich hier meine Fototour am Brunnsee beenden und wieder die Heimreise antreten. Ich hoffe, euch hat das ein oder das andere Foto oder die ein oder andere Motivwahl gefallen und ihr habt Lust bekommen, auch rauszugehen, um zu fotografieren. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao, baba, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.